Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht aus diesem Kuss, deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. So steht es auf einer Tafel in Hannover-Schmünden. Dort, wo aus dem Zusammenfluss von Werra und Fulda der Fluss Weser entsteht. 450 Kilometer schlängelt sie sich dann durch das Weserbergland. Kleine Fachwerkstädte und Dörfer begleiten ihren Lauf. Eine davon ist die kleine Stadt Bodenwerder. Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Ich bin heute in der schmucken Fachwerkstadt Bodenwerder. Die Stadt liegt an der Weser. Nicht weit entfernt liegen Hannover und der Harz, nördlich Bremen und das hier ist Bodenwerder. Knapp 6000 Einwohner hat Bodenwerder. Fischer, Schiffer und Handwerker gründeten die Stadt vor über 1000 Jahren. Bodenwerder nennt sich Münchhausenstadt, denn der Freiherr von Münchhausen, der Lügenbaron, wurde hier geboren, lebte und starb hier. Am Rand der Altstadt steht der ehemalige Wohnsitz von Münchhausen. Das ist ein ehemaliges Herrenhaus eines Gutshofs. Man kann es auch Schloss nennen. 1603 hat es Münchhausens Vater gebaut. Hieronymus von Münchhausen wurde hier 1720 geboren. Er verbrachte in dem Haus seine Kindheit. Mit 13 begann er seine Militärlaufbahn, sie führte ihn nach Russland. Mit 31 Jahren kehrte er zurück in sein Geburtshaus nach Bodenwerder. Er ging hier sozusagen in Rente. Und er begann, einen Freundeskreis um sich zu scharen. Es war jene alkoholselige Herrenrunde, vor der Münchhausen dann seine fantasiereichen Geschichten über seine Zeit in Russland erzählte. Geschichten, die bis heute mit seinem Namen verbunden sind. Seit 1936 ist das Haus das Rathaus der Stadt. Und vor dem Rathaus, da steht seit den 60er Jahren der Münchhausenbrunnen. Jetzt im Frühjahr fließt hier noch kein Wasser. Das ist eine Szene aus einer der bekanntesten Geschichten von Münchhausen. Münchhausen erzählte mir, wie er mit seinem Pferd durch das Festungstor des Feindes ritt, als das Fallgitter plötzlich hinunterfiel und sein Pferd halbierte. Mit dem Vorderteil ritt Münchhausen dann bis zu einem Brunnen und tränkte dort das Pferd. Den zweiten Teil der Geschichte findet man dann als Szene am Weserufer dargestellt. Die hintere Hälfte des Pferdes nämlich fand man auf einer Wiese. Der Regimentshofmeister schnappte sich das Hinterteil, nahm es mit und hefteten die beiden Teile des Pferdes mit Lorbeersprossen wieder zusammen. Natürlich sind noch weitere Geschichten Münchhausens in Bodenwerder dargestellt. Hier am Münchhausenbrunnen in der Fußgängerzone, da findet man zum Beispiel den Ritt auf der Kanonenkugel. Während eines Feldzugs wollte der Marschall wissen, wie es in der Festung des Gegners aussah, die man gerade belagerte. Münchhausen stellte sich neben eine Kanone, wartete auf die nächste Kugel, da sprang er dann drauf und flog mit der Kanonenkugel zur Festung. Das hier ist die Entenjagd. Münchhausen band Brotkrumen an eine Leine. Enten fraßen das Brot und hingen alle an dieser Leine. Als Münchhausen dann die Enten mit nach Hause nehmen wollte, flogen sie an der Leine mitsamt Münchhausen zum See zurück. Oder das hier. Nachts band Münchhausen sein Pferd im hohen Schnee an einer Baumspitze. Das war aber eine Kirchturmspitze und als er morgens der Schnee taute, hing das Pferd oben am Kirchturm. Natürlich gibt es auch ein kleines Münchhausen-Museum. Das steht gleich neben dem Bodenhaus. Das Haus heißt eigentlich Schulenburg und war ganz früher ein Wohnturm. Der war eingebettet in die Stadtmauer. 1350 ist er gebaut worden, das wäre eigentlich das älteste Gebäude der Stadt, aber das wurde mehrfach umgebaut, sodass nur noch die Fundamente erhalten sind. Münchhausen nutzte das Gebäude als Scheune. Das mehrfach umgebaut wurde, hat das Haus zu Münchhausens Zeit ganz anders ausgesehen. Auf der anderen Seite des Wohnhauses, da steht die ehemalige Brennerei der Münchhausens. Heute ist hier die Touristinformation drin. Und so sieht der Platz vor dem Rathaus, das heißt also vor dem Münchhausenhaus, aus. Einige Meter vom Wohnhaus entfernt liegt in einem Hang die Münchhausengrotte. Die ließ Münchhausen hier 1763 bauen. Ein zweistöckiges Grottenhäuschen. Oben stehen Herkules und Venus. Das ist der Ort, an dem Münchhausen in seiner Herrenrunde die fantastischen Geschichten erzählte. Laut Statistik lügt jeder Mensch ca. 200 Mal am Tag. Meist unauffällig. Münchhausen perfektionierte diese Lügen. Er übertrieb so, dass seine Herrenrunde sehr wohl wusste, dass die Geschichten Fantasie waren. Münchhausen wollte übrigens nie, dass seine Geschichten die Grotte verließen.
Einige seiner Gäste aber schrieben diese Geschichten auf und veröffentlichten sie. Einer davon war Rudolf Erich Raspel. Es war ein Kurator aus Kassel und er musste wegen finanzieller Probleme nach England flüchten. Dort gab er ein Buch in englischer Sprache mit den Geschichten Münchhausens heraus, in dem er Münchhausen als Erzähler nannte. Das Buch, das wurde in England ein Riesenerfolg. In Deutschland hörte von diesem Erfolg der Schriftsteller Gottfried August Bürger aus Göttingen. Er übersetzte Raspels Buch ins Deutsche und auch dieses Buch wurde ein Riesenerfolg. 1797 starb Münchhausen. Er wurde in Kemnade, das ist ein Ortsteil hier von Bodenwerder, in dieser Kirche beigesetzt. Früher war das ein Kloster hier 960 schon gegründet. Von dem ehemaligen Kloster ist nur die Klosterkirche erhalten geblieben. In der Kirche befand sich die Familiengruft der Münchhausens. Hier wurde auch Hieronymus beigesetzt. Die Gruft existiert heute nicht mehr. In der Vierung erinnert eine Steinplatte im Boden an den Freiherr von Münchhausen. Münchhausen starb übrigens einsam und verarmt. Nach dem Tod seiner Frau hatte er nochmals geheiratet, eine 20-Jährige. Doch die Ehe scheiterte, wegen ehelicher Untreue. Deswegen reichte der 73-jährige Baron dann die Scheidung ein. Ein kostspieliger Scheidungsprozess. Die Anwälte der Frau erfanden damals das Wort vom Lügenbaron für Münchhausen. Seine Geschichten würden beweisen, dass Münchhausen auch in Ehesachen lüge. Münchhausen verlor durch den Prozess fast sein gesamtes Vermögen. Gut Bodenwerder musste er an seinen Neffen abtreten. Er fühlte sich durch seine Ehe und durch Raspes Buch, in dem Raspe noch weitere Geschichten ja dazu erfand, der Lächerlichkeit preisgegeben. Das ist der traurige Teil der Münchhausen-Geschichte. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dieses Buch zu lesen, tut es, es macht wirklich Spaß. Von Kemnade zurück in die Altstadt von Bodenwerder. Vom Münchhausenbrunnen vor dem Wohnhaus sieht man eine Maschine. Eine Erfindung Münchhausens? Nein, das ist ein technisches Denkmal. Die Dampfmaschine, die stand in einer Garnspinnerei, der Garnspinnerei Rehse hier in Bodenwerder. 1950 wurde die Dampfmaschine gebaut, 520 PS hat sie und sie soll noch voll funktionsfähig sein. Vom Münchhausenhaus aus sind wir nach wenigen Schritten in der Fußgängerzone. Mitten auf der Straße steht hier übrigens die Stadtkirche St. Nikolai. Auf diesem Merianstich von 1654 kann man die Insellage Bodenwerders erklären. Im roten Kreis das Münchhausen-Geburtshaus und das blaue, das ist der andere Arm der Weser. Der wurde 1948 zugeschüttet. Auf diesem Foto hier in der Fußgängerzone kann man den Grund dafür sehen. Durch die Insellage kam es nämlich immer wieder zu Überschwemmungen in Bodenwerder. Ein Ritter Bodo von der Homburg gilt als erster Herr von Bodenwerder. Fügt man seinen Vornamen mit dem Wort Werder, das bedeutet nämlich Insel, zusammen, erklärt sich der Stadtname. Bodos Insel gleich Bodenwerder. Wo bis 1948 die Weser floss, ist heute eine Straße und daran liegen jede Menge Parkplätze. In die Altstadtstraßen und zum Weserufer lohnt es sich nicht hinzufahren, da es überall Anwohner parken. Es lohnt sich mal durch die Straßen der Altstadt zu gehen, hier gibt es wunderschöne Fachwerkhäuser. Dieses hier wurde zum Beispiel 1550 gebaut. Es gilt als zweitältestes Haus in Bodenwerder. Es ist ein kleines dreigeschossiges Fachwerkhaus und es ist etwas nach hinten geneigt. Von der Homburgstraße aus sehen wir die beiden sogenannten ehemaligen Bremer Lagerhäuser. Sie stammen aus den Jahren 1604 und 1624. Gebaut wurden sie von einem Bremer Überseekaufmann. Mächtige Eichenbalken, bunte Rosetten. Die Fassade ist mit Ornamenten und Inschriften verziert. Das sind zwei Prachtbauten. Gleich gegenüber die alte Apotheke aus dem Jahr 1625. An der Fassade gibt es verschiedene Inschriften, Wappen und Motive. Das alte Fährhaus aus dem 17. Jahrhundert. An dieser Stelle wurde die Weser bis 1883 im Wechsel von Fähren, Schiffsbrücken und Brücken überquert.
Da ist es, das älteste Haus von Bodenwerder. Das steht an der Nikolaikirche. 1484 wurde es gebaut. Seht ihr den Spitzbogen über dem Türeingang? Den nennt man Eselsbrücke. Dieses Fachwerkhaus, das heißt Priggerhaus. 1654 wurde es als Pastorenhaus gebaut, 150 Jahre später wurde es zur Buchdruckerei der Familie Prigge umgebaut. Im Erdgeschoss des Hauses, da befand sich damals ein Buchhandel. Die anderen Geschosse, das waren die Druckerei und die Buchbinderei. Das ist die Gertrudiskapelle aus dem 15. Jahrhundert. Die stand an der Stadtmauer. Und da ist auch schon ein Teil der Stadtmauer. Neben dieser halbrunden Bastion, da liegt der Festungsturm im Hagen, ein runder Turm aus dem 13. Jahrhundert. Rechts ist die Stadtmauer, links floss der Weserarm. Der Festungsturm am Mühlentor. Er sicherte seit dem 13. Jahrhundert eine Brücke über den Weserarm, der einzige Zugang auf die Weserinsel. Das sind Werftmuseum und Weseraquarium. Das Haus, das wurde so vor 15 Jahren gebaut und zeigt Werftarbeiten und Weserfische. Derzeit ist es geschlossen. Und das ist die Weserpromenade von Bodenwerder. Absolut sehenswert. Friedlich, ruhig, beschaulich. So wie die ganze Stadt. Das war's aus Bodenwerder. In diesem Sinn, tschüss.